Am 7. Mai fand das Halbfinale des Kreativ-Fallstudienwettbewerbs statt, welches vom VWI ausgerichtet wird. Neben dem Team aus Cottbus traten ein Team aus Rostock und ein Team aus Chemnitz an. Der Wettbewerb läuft so ab, dass die Teams eine fiktive bis realitätsnahe Fallstudie aus der Praxis bekommen, um diese dann nach vierstündiger Bearbeitungszeit vor einer Jury vorzustellen. Das Team aus Cottbus wurde durch Olaf Midder, Yvonne Schumacher, Luis Püschel und Adrian Krug vertreten. Mit in der Jury saßen dieses Jahr auch zwei Unternehmensberater von Strukturmanagement Partner GmbH, welche sich zu Beginn des Wettbewerbs kurz vorstellten. Eine Turnaround-Phase, das ist die eine Umbruchsphase, aber auch Wachstum bringt Umbruch mit sich. Also da geht es dann natürlich auch im Bereich des Wachstums darum, viele Bereiche des Unternehmens neu zu strukturieren. Aber warum nimmt man als Student überhaupt an solch einem Wettbewerb teil? Ich für meinen Teil habe drei teilgenommen, einfach um das präsentieren zu lernen, um mit Fallstudien umgehen zu können und auch im Team zu arbeiten. Wichtiger Punkt ist natürlich auch, was ein Ansporn ist, dass man auch gewinnen kann, also dass man auch materiellen Gewinn hat. Das ist wirklich, sagen muss ich auch, ein persönlicher Ansporn, das ist eine Motivation, dass man auch wirklich weiß, wo man hingehen möchte. Es ist auf jeden Fall so, dass es ja Erfahrung bringt. Ja? Das ist das erste Mal, dass du deine theoretischen Grundlagen, die du in der Universität lernst, praktisch anwenden kannst. Und ich denke mal, mit diesen Fallstudien wird man am idealsten auf den späteren Arbeitsprozess vorbereitet. Ja, man kann halt eben mal feststellen, wie viel von dem Theoriewissen, was man in der Universität beigebracht bekommt, was man tatsächlich anwenden kann in der Praxis. Und das ist doch dann immer wie ein recht überraschendes Ergebnis, dass da dort doch gewisse Diskrepanzen sich auftun. Ja, für mich ist es auch eine Herausforderung für den späteren Arbeitsprozess, dass man schaut, was kann ich wirklich anwenden von der Theorie, die ich in der Uni gelernt habe, im wirklichen Unternehmensalltag und wo kann ich ja die Instrumente anwenden, die wir hier gelernt haben, Six Sigma und so weiter und so fort. Und das ist einfach eine spannende Sache und das schon im Uni-Alltag erleben, sollte man sich nicht entgehen lassen. Und wir bearbeiten jetzt hier gerade die Unternehmens-Turnaround von einem mittelständischen Unternehmen. In der Jury saßen dieses Jahr Professor Bayer und Professor Berger von der BTU und Benjamin Klenk und Bastian Karmann von Strukturmanagement Partner GmbH. Ja, die Studenten fragen natürlich nach, dort wo das Halbfinale jetzt im konkreten Fall auch stattfindet, ob vor Ort Professoren bereit sind, da als Juroren aufzutreten. Als Marketingprofessor kommt man da automatisch in die engere Wahl und ich wurde gefragt und habe sofort Ja gesagt. Da wir schon seit längerer Zeit den VWI in Fallstudien unterstützen, bin ich jetzt hier in Cottbus mit dabei, zusammen mit dem Herrn Klenk und war letztes Jahr auch schon hier. Nach der vierstündigen Bearbeitungszeit und letzten Vorbereitung stand die Präsentation der Ergebnisse des BTU-Teams bevor. Wir möchten uns ganz geschwind kurz vorstellen, bevor wir mit unseren Ergebnissen starten. Ich darf Ihnen einmal präsentieren. Doch worauf wurde besonderen Wert bei der Präsentation der Ergebnisse gelegt? Ja, es gibt eine ganze Reihe von Bewertungsmaßstäben. Ein wichtiger Bewertungsmaßstab ist natürlich auch die Präsentation und wie schön man das dargestellt hat, seine Ergebnisse. Aber zentral ist der Inhalt. Also wer hat gute, zündende, überzeugende Argumente für seine Strategie, die er jetzt entwickelt hat, welche Vorschläge er dem Unternehmen unterbreiten will und auch die Argumentationsketten, wie das dann auch durchgeführt wird. Sicherlich auf der einen Seite der Präsentationsstil, das Auftreten. Aber uns ist auch ganz wichtig, dass der Fall verstanden wird, ja, dass das Thema durchdrungen wird und dass wirklich die Maßnahmen auch quantifiziert werden. Kurze Zeit später erfolgte die Beratung der Jury und die Urteilsverkündung des Wettbewerbs. Letztendlich konnte sich das Team aus Cottbus als Sieger durchsetzen und darf nun zum Finale vom 25. bis 28.05. in Braunschweig antreten. Also durch diese Fallstudienveranstaltung erhoffen wir uns natürlich auf der einen Seite, dass die Studenten die Möglichkeit haben, ein bisschen unsere Arbeitsweise kennenzulernen. Und auf der anderen Seite möchten wir natürlich auch Studenten kennenlernen und Studenten auch begeistern für den Job und erhoffen uns auch sicherlich, dass sich vielleicht der ein oder andere für ein Praktikum bei uns bewirbt oder auch interessiert. Das ist eine spannende Sache. Man sieht seine Studenten auch mit einer ganz anderen Rahmenumgebung und hochinteressant. Ich finde, das ist eigentlich immer nur auch eine schöne Abwechslung, mal aus den Büchern rauszukommen und sowas mal irgendwie live dann an einem realen Fall zum Beispiel einfach mal durchzuspielen. Ich glaube, die Studie war auf jeden Fall für uns als Team auch eine Herausforderung. Wir haben auch gesehen, wo unsere Stärken und Schwächen sind.